Mahlzeit, willkommen beim Red Review Video Magazin und einem neuen Video meinerseits. Und heute reden wir über die Apokalypse. Wir werden alle sterben. Nicht ganz, auch wenn die Welt kurz vorm Untergehen ist, aber in diesem Fall geht es um eine Achterbahn, die aber auch nicht allzu gut ist, da soll man sich nicht allzu sehr freuen. Und Apokalypse steht im Luna Park Cap d'Orange und das Ganze ist in Südfrankreich. Von mir aus 1100 Kilometer und liegt direkt am Mittelmeer. Diese Achterbahn hat 2012 dort eröffnet und ist von Vekomar ein MK1200 und vom Typ her, vom Layout-Typ her, ein Double Corkscrew with Bayern Curve. Und sehr viele von euch sind schon nervös geworden. Wir haben davon On-Ride hier hochgeladen auf dem Kanal und es gab im Vlog natürlich, es gab einen separaten Vlog zu diesem Luna Park und auch der allgemeine Tour-Vlog, da gab es das Aussehen zu sehen. Und da sind einige sehr nervös geworden und haben gesagt, das ist ja der Superwirbel! Nee, kann ja nicht. Also euer heißgeliebter Superwirbel aus dem Holiday Park. Da steht der Corkscrew noch im Holiday Park. Dann kann die Bahn nicht irgendwo anders aufgebaut sein. So Bahnen wurden halt öfter gebaut und stehen in verschiedenen Parks, sind aber auch natürlich schon mal irgendwie gewandert. Aber man muss dann auch alle Teile mitnehmen. Und dann, wenn man alle Teile mitnimmt von der Achterbahn und auch alle wieder zusammenbaut, kommt man insgesamt auf 730 Metern Streckenlänge und einer Höhe der Gesamtanlage von 23 Metern, wobei der Drop 20 Meter hat. Dann werden bis zu 64 km/h Spitzengeschwindigkeit erreicht und es gibt wie gesagt zwei Inversionen, also zwei Überkopfelemente, die der Double Corkscrew dann ergibt, sind, was auch immer. Es gibt nur einen Zug, der Zug ist in diesem Fall nicht von Vekomar, sondern von Aerodynamics. An sich diese ganze Anlage von der Optik, vom Standpunkt her, also ist das natürlich super nice. Ist es halt bei so Luna Parks meistens so, dass es dann schon dunkel ist. Der Zug ist beleuchtet, von außen ist das Ganze ein bisschen beleuchtet, aber sieht natürlich dann ziemlich geil aus mit dieser weißen Schiene in der dunklen Nacht und ein bisschen Beleuchtung. Und auch wenn du dann halt oben vom Lift aus siehst, halt überall alles leuchten. Das ist natürlich cool. Andererseits ist das Ding leider sehr zugebaut. Also man kann ja so schon sehr schlecht alles einsehen, weil es ist ja hoch gebaut, liegt aber alles relativ weit unten, was so den ganzen normalen Track angeht. Und dann kannst du das schon schlecht sehen und dann sind da noch irgendwelche Buden davor und die steht in so einer, man kann eigentlich auch nur von der einen Vorderseite auf draus gucken und es ist alles sehr zugewurst leider. Ist halt, finde ich immer doof, kann man halt vielleicht irgendwie coole Aufnahmen machen. Die Fahrt kostet 5 Euro, absolut fair für so eine große Anlage, also man bezahlt keinen Eintritt, sondern bezahlt einzelne Fahrten auf diesem Platz und bei so einer großen Bahn 5 Euro finde ich absolut okay. Es geht dann den Lift hoch und es gibt so eine Art Pre-Drop, ist das ja in dieser Kurve, bevor der richtige Drop kommt. Und da oben, alter Schwede, das ist ja eine Ecke drin, so wie das aussieht. Und dann geht es in den First Drop, plus ein kleines Erdhügelchen danach und in einer ruppigen Kurve fährt man direkt in den Double Corkscrew. Cooles Element, fährt sich auch relativ gut und es ist halt bei diesen langen, großen Corkscrews, wenn du die dann so hintereinander fährst, es ist immer so, was ist hier los? Anschließend rumpelt das Ding aber dann volles Pfund eierig durch die nächste 180-Grad-Kurve und holt dann nochmal ein bisschen Schwung, um dann in die Bayern Curve zu fahren. Und nach der Bayern Curve gibt es quasi eine Panoramarunde einmal um den kompletten Footprint der Bahn drumherum. Und dann rumpelt man wieder in die Station. Es ist jetzt natürlich, wer den Superwirbel auch kennt, ja okay, das sind halt viele Fans, aber es ist jetzt nicht so die Schöpfung der Krone, was Achterbahnfahren angeht. Man muss dazu aber auch sagen, die Bahn ist jetzt auch nicht mehr die jüngste. Jetzt wird der ein oder andere sagen, Moment mal, der hat doch gerade gesagt, seit 2012 steht die da, ist jetzt auch nicht so alt. Seit 2012 steht die im Luna Park dort. Die Bahn stand aber von 1983 bis 1989 im Spanish City Amusement Park in England. dort noch unter dem Namen Corkscrew und ist dann auch gewandert und stand dann immer noch unter dem Namen Corkscrew von 1990 bis 2011 im Flamingoland, ebenfalls in England, und ist dann von da aus nach Frankreich gekommen, unten ans Mittelmeer, und steht seitdem da und dreht da seine Runden. Und auf so einer Tour, wo du so viele kleine Sachen und viele Würmer und so ein Kram hast, freust du dich trotzdem über so eine große Anlage zwischendurch mal, aber grundlegend braucht man halt auch nicht nochmal und nicht öfter. Aber ist trotzdem eine spannende Sache und vielleicht
für den einen oder anderen, der so ein Super-Wirbel-Ultra noch ist, eine Möglichkeit, diese Bahn quasi nochmal zu fahren mit diesem Layout, wenn man das so cool findet. Das soll es ja auch geben, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und dann steht die da halt noch in diesem Luna Park. Und wie gesagt, es gibt ein extra Video zu dem Park hier auf dem Kanal. Und Onride und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Spielchen, ja, findet ihr ja alles, auch wenn ihr mal in die Kanalsuche geht. Und wir haben einfach mal über Apokalypse im Luna Park Cap d'Orge gesprochen und diese Bahn nochmal vorgestellt und warum die da steht, warum die so aussieht und warum es nicht das Superwirbel aus dem Holiday Park ist. Damit war es das von mir an dieser Stelle in diesem Video. Ich bin raus, ihr seid die coolsten, euer Bro fürs Ride Review Magazin. Peace.